Was auch immer du gemacht hast, um die Aufmerksamkeit der Massen eventuell ins Brunnen auf dich zu lenken, ich würde dir raten, dass du das gleiche noch einmal machst. Verstanden, ich werde als Verfechter der Gerechtigkeit bekannt werden. Ich freue mich darauf, Chaos mit meinem Willen zu bändigen. Große Taten werden mich beschreiben. Verstanden, ich werde als gerechter Verfechter. It falls to us to set a new standard for these southern barbarians. Gut, es obliegt uns, einen neuen Maßstab für diese Barbaren aus dem Süden zu setzen. You are dismissed. Should the court have need of your presence, you will receive word. Go forth and do my bidding. And bring glory and honor to the tears in Kairos' name. Du kannst gehen. Sollte das Gericht dich brauchen, wird dir Bescheid gegeben. Geh jetzt und erfülle meinen Auftrag und bringe den Stufen in Kyros Namen Ruhm und Ehre. Tungo klopft mit seinem Richterhammer auf den Boden. Ein einziger Ton, dessen Echo in der ganzen Halle wiederklingt. Und weg ist Turnon. So, ist was bei den Sendschreiben passiert? Nein. Wenn wir ins Brunnen können, wir mal zuklappen. Wir haben zwei neue Quests. Mitreißende Visionen haben wir hier. Quest abgeschlossen. Stimme von Kyros. Turnon hat dich zu einer Privataudienz einbestellt. Er wartet auf der Terrasse über seinem Gericht in der Bastardstadt auf dich. Turnon ist über den Streit nicht erfreut. Ja, schön. In den Mahlstrom. Der Krieg der Archonten hat begonnen. Unterstütze Graven Ash Anfangsbemühungen, die Stufen zu befrieden. Triff dich in der ehrenen Esse mit Graven Ash. Der geschmähten General hat seine Truppen in der Bergfestung ehrene Esse neu gruppiert. Reise dorthin, um über den nächsten Schritt des Archonten des Krieges zu sprechen. Eine Verhandlung der Archonten. Turnon ist verärgert über das vom Vendrins Brunnen ausgehende Chaos und glaubt, dass einer der sich bekriegenden Archonten die Hauptverantwortung für den Bürgerkrieg trägt, der nun in den Stufen wütet. Vermerke auf deinen Reisen durch die jüngeren Königreiche sämtliche Beweise bezüglich Vernachlässigung, Inkompetenz oder glattem Verrat, die du in den Rängen der Geschmähten oder des Scharlachroten Chor findest. Beweise gegen Ash? Alle aufgedeckten Beweise werden hier aufgeführt. Bis jetzt gar keine. Beweise gegen Nevat stimmen? Nevat stimmen verzehrte Graven Ashs gefangenen Sohn während der Belagerung von Vendrians Brunnen. Nevat Stimmen schickte die Archonte Sirin los. Sie säte Chaos und bezauberte sogar einen Soldaten der Geschmähten. Ja, da bin ich doch dafür verantwortlich. Das ist die Gruppenauswahl. Wie kann ich alle auswählen? Ein Alle auswählen gibt es hier wohl leider nicht. Fällt mir gerade so auf. Ach doch. Da. Also, werfen wir mal einen Blick. Oh, hi, Blade Mark. Siehst cool aus mit dem roten Gesicht und dem Mustache. Willkommen zurück, Kind. Obwohl es amüsant gewesen wäre, dabei zuzusehen, wie das Edikt eintritt, bin ich trotzdem froh, dass du lebst. Blade Mark, Archont der Schatten, reißt sich von seinem Blick in die Ferne los und wendet sich dir mit einem schiefen Lächeln zu. Obwohl er unbewegt steht, scheint er bisweilen in die Schatten einzutauchen, die ihn umgeben. Ich höre, dass du dich auf die Seite von Graven Ash gestellt hast. Keine schlechte Idee, den Archonten des Krieges zu wählen. Aber sag mir die Wahrheit, hast du dich für Ash entschieden, weil es dir richtig erschien? Oder weil das Unterstützen von Nevat Stimmen eine noch schlechtere Wahl gewesen wäre? Keiner der Archonten war in Höchstform, aber Graven Ash ist ein kompetenter Kriegsherr. Unsere Leben hingen von militärischen Erfolgen ab. Ich hatte nicht vor, die Kontrolle an den Archonten der Geheimnisse zu übergeben. Welche Kreatur, die noch bei Verstand ist, würde Nevats Stimmen vertrauen? Was bedeutet euch das, Archont der Älteren? Nein, nehmen wir das Erste. Ich habe zweimal Gunst bei Bläden Mark hinzugewonnen und Gunst bei den Geschmähten. Auch cool. Und ich bin schon Stufe 1 in Gunst. Wenn sie sonst nichts sind, ihrem General sind die Geschmähten blind ergeben. Und obwohl wenig an der Zahl sind sie überraschend schwierig zu töten. Ich muss es nicht mögen, um es zu verstehen. Wir drehen beide auf unsere eigene Art den Spieß im Krieg um.
Was zählt, ist, dass das Edikt der Hinrichtung gebrochen wurde. Diejenigen, die in Vendrins Brunnen stationiert waren, sollten dir für ihr Leben danken. Nun, ich vermute, du triffst dich jetzt mit Ash, aber zuvor müssen wir zwei uns noch kurz unterhalten. Ja? Du wirst von allem im Auge behalten. Du wirst von allem im Auge behalten, weil du etwas getan hast, was niemand vor dir zustande brachte. Errätst du, was das sein könnte? Ich bin der erste Schicksalsbinder, der einen Krieg gegen die Soldaten als Verbündeten beginnt. Ich bin der erste Schicksalsbinder, der zwei Edikte erlassen hat. Ich bin die erste Person, die ein Edikt abschließt, bevor seine Folgen eintreten. Ich bin der erste Schicksalsbinder, der den Turm der Altmauern erweckt hat. Ich bin die erste Person, die eure rhetorischen Fragen mit einer ausweichenden Haltung begegnet. Lass mich raten, ich bin der erste Schicksalsbinder, den Kyros in eine Machtposition befördern will. Könnt ihr es mir nicht einfach sagen? Nehmen wir mal das mit dem Edikt. Du hast Gunst hinzugewonnen. Nahe dran, aber nicht ganz. Es passiert selten, aber es ist nicht das erste Mal, dass Kyros ein Edikt erlässt, welches primär als Bedrohung dient und er den Zielen genügend Zeit und Motivation bietet, damit sie die Konsequenz nicht erleiden müssen. Ein Edikt auszusprechen ist nichts Neues. Auch ist es nichts Neues, ein Edikt zu überleben oder seine Vorschriften zu erfüllen. Aber du bist die erste Person, die ein und dasselbe Edikt ausgesprochen und abgeschlossen hat. Und es hat dich nicht getötet. In einem Augenwisch hast du dein zweites Edikt überlebt. Das eine, das du ausgesprochen hast, ist abgeschlossen und eine arkane Statue erweckt, die mehrere Jahrhunderte lang geschlafen hatte. Komme ich jetzt auf eure Liste von Personen, die sich als potenzielle Probleme herausstellt? Also, warum erzählt ihr mir dies? Habe ich etwas falsch gemacht? Warum sollte mich das kümmern? Habe ich was falsch gemacht? Beruhig dich, Kind. Das ist keine Liste von Strafen. Er fährt mit dem Daumen über die Klinge eines Dolches und grinst. Die Anklage gehört nicht zu meinem Aufgabenbereich. Wenn es aber um die Durchführung eines Urteils geht, so ist das eine andere Sache. Mir ist es egal, was du mit dieser Information anfängst, aber du solltest wissen, in welcher Gefahr du schwebst, jetzt da du berühmt bist. Es ist schlau, auf die Geschmähten zu bauen, Kind. Zumindest schlauer, als dich mit dem Archonte Geheimnis sein zu lassen. Du wirst nie zu ihnen gehören, aber wenn du Ashes Kriegern Wertschätzung entgegenbringst, werden sie dir so gut dienen, wie sie können. Wartet, da ist immer noch so viel, dass ich euch fragen will. Danke für den Rat. Da Archonte als Schatten zuckt zum Abschied mit den Schultern, aber in seinen grünen Augen leuchtet das Interesse, als er dich beobachtet. Ich wette, er hätte mir keine Frage beantwortet. Oder er steht einfach noch darum, dass ich ihn fragen kann. Wie wäre es mit etwas Spielraum, Kind? Okay. I got it. So, dann habe ich noch meine drei Kumpanen hier vom Gericht. Was habt ihr denn noch für mich? Kurz bei Tunon. Ah, Breno, ja, du kehrst unversehrt und noch ruhmreicher als zuvor, wie du es immer tust. Der Schicksalsbinder des Krieges klopft dir gutmütig und äußerst kräftig auf den Rücken. Komm, du musst mir alles berichten, was dir auf deiner Reise widerfahren ist. Ich möchte einen Augenblick der Unbeschwertheit unter Freunden. Ich könnte einen Augenblick der Unbeschwertheit unter Freunden brauchen. Er lächelt dich warm und freundlich an. Sprich, was du möchtest, ich würde das Gewicht eines Ebers in Ringen bezahlen, um deine Gedanken zu kennen. Er fährt sich mit der Hand durch seinen dicken roten Bart und grinst dich an. Komm, lass uns offen sprechen. Wie wurdest du auserwählt, Schicksalsbinder zu werden? Ich kann nicht für die anderen Schicksalsbinder sprechen, aber ich bin zum Gericht gestoßen, als ich noch ein Knabe war. Ungestüm und wild. Ich war zur Todesstrafe wegen Leichenschändung verurteilt worden. Er lacht laut und herzhaft. Es war bei weitem nicht so aufregend, wie du es dir gewiss ausmalst. Ich hatte lediglich Leichen verbrannt, die auf ihre Bestattung warteten. Ehe die örtliche Behörde mich aufknüpfen konnten, verkündete der Richter, dass ich sei ein großes Talent, das nur in die richtigen Bahnen gelenkt werden müsste. Warum hast du die Leichen verbrannt? In den Straßen aufgeschlichtete Leichen verbreiten die Pest schneller als selbst die schmutzigsten Ratten. Wow, dass mal so einer das einsieht.
Ja, das war ja damals im Mittelalter so die große Sache. Die Pest ist von Hexen ausgegangen, nicht von den Leichen und dem Dreck, der rumlag. Ich war zuerst 10 und ein schwacher Kämpfer. Ich tat für mein Vaterland, was ich eben konnte. Warum war das ein Verbrechen? Es gab Zeiten, da waren selbst die Nordmeister äußerst abergläubisch. Zeiten, ehe Kyros die Vernunft in die Reiche brachte. Die Leute in meiner Stadt glaubten, dass ich unsere gefallenen Krieger ohne die erforderlichen Rituale dazu verdammte, nicht in das Land zurückkehren zu können. Gut, dass Thuno dich verschont hat. Wie ich schon sagte, der Richter hat in mir etwas von seltenem Wert gesehen, was für uns alle gilt. Auch du wurdest für unser hohes Gericht auserwählt, wofür ich dankbar bin. Als Schicksalsbitter des Krieges bin ich auf deine Talente angewiesen. Reden wir über was anderes. Wenn er des Krieges ist, welcher Schicksalsbitter bin ich dann? Ich bin neugierig, was Thunos Masken angeht. Sie können recht beunruhigend sein, nicht wahr? Selbst für jemanden wie mich. Aber ich kann dir versichern, die Unschuldigen müssen ihren objektiven, emotionslosen Blick nicht fürchten. Was genau möchtest du über die Masken des Richters wissen? Ich möchte etwas über das stumme Gesicht, das entschlossene Gesicht, das Gesicht, das nicht mehr ist, erfahren. Hast du Thuno je die Maske wechseln sehen? So wie du und ich unsere Gewänder wechseln würden? Nein, nicht direkt. Und doch habe ich gesehen, wie die Masken sich verändern. Sie wechseln, ohne dass der Richter oder sonst jemand sie berührt. Man kann nicht beobachten, wie es geschieht. Nein, man merkt schlicht nach einiger Zeit, dass es geschehen ist. Ja, das ist alles Taktik von Thunon. Wenn er als oberster Richter keine Emotionen direkt zeigt, sondern einfach durch die Masken gestikuliert, hat das eine viel größere Auswirkung wahrscheinlich als sein eigenes Gesicht. Das Gericht hat genug Arbeit, dass wir uns nicht damit beschäftigen sollten, über unergründliche Geheimnisse nachzugrübeln. Was weißt du über das stumme Gesicht? Das stumme Gesicht ist das Gesicht, das Thunon uns im Moment zeigt, worüber wir uns endlich dankbar sein sollten. Das stumme Gesicht ist ein geduldiges Gesicht. Ein Gesicht, das zuhört, während Thunon allen Angelegenheiten vorsitzt, die vor Gericht vorgetragen werden. Er stellt sicher, dass alle Seiten eines Konflikts angehört werden. Gesicht der Entschlossenheit. Zuerst setzte Thunon das Gesicht der Entschlossenheit auf, als er über die Bastardstadt urteilte und die Hälfte ihrer Distrikte zur Zerstörung verdammte. Seitdem hat er unsere Nordstufe gerecht. Hat unsere Nordstufe gerecht, ruhig und mit effizienter Diplomatie regiert. Das Gesicht, das nicht mehr ist. Man sagt, dass Thunon in grauer Vorzeit noch eine dritte Maske trug. Das Gerücht besagt, dass dieses Gesicht Kyros missfiel und daher vernichtet wurde. Wie alle Personen oder Gegenstände, die unserem Oberherrn missfallen. Ja, selbst wenn Thunon so mächtig ist und der Vorsitzende des Gerichts ist, untersteht er immer noch dem Oberherrn. Lass mich was anderes fragen. Wie war das noch einmal mit der Geschichte und Herkunft der Schicksalsbinder? Der erfahrene Krieger reibt sich mit einem Finger über die Bartstoppeln auf seiner Wange. Wir sind ein relativ junger Orden, auch wenn wir die letzten beiden Jahrhunderte erlebt haben. Während Nerazzim und Craven Ash Armeen brauchen, die ihren Willen ausführen, befähigt Thunon nur ein bescheidenes Gericht von Vasallen. Wir existieren als die Erweiterung seines Gesetzes. Kein Ort auf ganz Teratus kann sich unserem Urteil entziehen. Erzähl mir etwas von Kyros Armeen, unseren Verbündeten. Ah ja, wer solche Freunde hat, unsere Arbeit erklärt sich oft von selbst. Fragst du nach dem Scharlachroten Chor oder dem Geschmähten, dem Chor? Die Soldaten des Scharlachroten Chors stammen aus allen Ecken aller Reiche. Auf seinen Feldzügen rekrutiert der Chor wahllos und willkürlich von jenen, die er unterworfen hat. So füllt er seine Reihen auf, es gibt im Chor keinerlei Konstanz in der Führung. Der Rat erlaubt es, nein, er ermutigt es, dass die Starken ihre Anführer herausfordern. Aber der Chor ist zahlenmäßig stark und hohe Gewalt ist fast immer eine gangbare Lösung. Auch wenn Rogalus das anders sehen mag. Zudem bezieht der Scharlachrote Chor seine Stärke aus den Massen, die er sich einverleibt. Seine Blutkantoren haben Wissen von verschiedenen Mystikern der Stufen übernommen und viele der besten Soldaten des Chors sind hier im Süden aufgewachsen. Was ist mit den Geschmähten?
Die Geschmähten sind die Eisenspitze von Kyros großer Phalanx. Sie besitzen die besten Waffen, die beste Ausbildung und werden vom genialen Graven Ash angeführt. Den Geschmähten ist es im offenen Kampf niemand auch nur annähernd ebenbürtig. Die Legion hat ein Motto. Graven Ash beschützt. Es ist kein leeres Prahlen. Das ist doch kein Motto, das ist eher... Wie heißt's? Fast schon so ein Gebetsspruch, eine Philosophie.